Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Statistik sieht bisher ziemlich schlecht aus. 9 Spiele, nur 5 Siege. Das ist die falsche Mannschaft. Und ja, man muss natürlich auch sagen, die Freitagsspiele habe ich nicht wirklich gut gespielt. Da war ich einfach noch sehr müde, weil ich halt zeitig aufgestanden bin, um noch ein paar Spiele zu machen. Jetzt die Samstagsspiele, wo ich jetzt immer noch drin bin, sind auch abends. Also ich bin einfach eine Weekend League, wo ich mir meine Spiele nicht wirklich gut über dieses Wochenende verteilt legen kann, so dass ich dann einfach ausgeschlafen und fit spiele. Aber ich spiele jetzt logischerweise trotzdem noch mindestens diese Aufnahme. Da habe ich noch 14. Also ich glaube, ich will mindestens auf 12 Spiele runtergehen, dass ich dann maximal 12 noch am Sonntag machen muss. Und vielleicht bin ich da dann auch ein bisschen fitter, aber mal schauen. Oh, was ist denn los, ey? Ich hoffe, das ist einfach noch jemand mit einem krassen Team, der aber schlecht spielt. Weil im letzten Spiel hatten wir eigentlich einen ziemlich guten Spieler. Och, und der hat natürlich Jesus gezogen als Foot Champion. Na toll. Ich hatte nur Scheiße drin, ey. So, Konzentration. Okay, Gegner stellt seine Formation um, wie es aussieht. Und Mertens, das ist jetzt dein 5. Spiel. Also ich gebe dir wahrscheinlich, auch wenn du jetzt keinen Scorerpunkt machst, dein sechstes, noch ein sechstes Spiel, aber das ist dann wahrscheinlich das letzte, wenn du in den beiden Spielen keinen Scorerpunkt erzeugst, weil du musst eigentlich mehr als 1,1 Scorerpunkt erzeugen und du rennst jetzt schon hinterher, deswegen. Ich gehe mal davon aus, er stellt wieder auf 4-1-2-1-2 um. Ne, immer noch im 4-3-3, okay. Also Mertens, streng dich an. Ich glaube an dich. Oh, ich sehe nichts. Oh, er holt aber wenigstens den Freistoß raus. Das hatte ich auch gehört, dass Mertens ständig Freistöße zieht, weil er keinen Körper hat. Aber davon hatte ich bisher zumindest noch nichts gemerkt. Ja, wenn es nicht geblockt worden wäre, wäre damit 1 Sicherheit drin gewesen. Und schade, dass der von El Arabi nicht reingeht. Aber guter Start. Das war ein ziemlich schwacher Pass. Vielleicht wollte er den auch nicht so. Ja, ich habe den Pass gespielt, weil er sich kurz so orientiert hat, dass er halt frei stand, unser Stürmer, und deswegen habe ich es gemacht. Sonst hätte ich den Pass nicht gespielt. Er ist halt leider genau im richtigen Moment dann doch noch in den Passweg gelaufen. Ich hatte ganz kurz Angst, ich hatte ganz kurz Angst, weil glaube ich auch die Info, ne? Das war, nee, wenn ich mich recht entsinne. Ah, ging glücklicherweise nicht rein. Schwacher Pass, oh mein Gott. Der war halt definitiv spielbar. Zum Glück ein schwieriger Winkel, da macht die nicht. Mkhitaryan hat wahrscheinlich auch einen extrem guten Schuss. Geil gespielt, Vorlage von Mertens übrigens. Da ist sein erster Scorerpunkt in dem Spiel. Und Philippe Andersson ist einfach krank. Sehr schwerer Schuss. Schwieriger Abschluss ins lange Eck, den er da macht. Und dann mit seinem schwachen linken Fuß, wo er 4 Sterne hat. Sehr gut. Eieiei, wenn der eine Info bekommt, die ist dann ja maximal in den 84er. Die wird halt so teuer schon sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Und hier holt er sich auch den Ball schon wieder. Nice. Und hier hat Mertens das Tor eingeleitet. War auch
ein sehr schwieriger Pass, meiner Meinung nach, den er da in den Lauf auf, ich glaube, El Shaarawy spielt und der macht dann die Vorlage auf Brozovic. Hier dieser Pass auf El Shaarawy, der lange war schwer. Der Pass von El Shaarawy war auch schwierig und dann ein schöner Abschluss 2-0. Vielleicht bekommen wir den Gegner schnell auf Tilt, dann brauchen wir jetzt noch ein schnelles Tor. Dann bricht er vielleicht ab. Ah ja, und Mertens bekommt natürlich jedes Mal mindestens ein Spiel extra. Oh nein. Wenn er einen Scorerpunkt macht. Das heißt, wahrscheinlich geht jetzt bis auf Spiel 7. Mal gucken. Aber er ist auch nicht weit weg. Ich meine, er muss. Ist ja locker mal. Er kann ja locker mal in einem Spiel 3 Scorerpunkte machen. Und. Oh, gut gespielt. Und ein Lackertor, schade. Naja, kann man nichts machen. War, denke ich, trotzdem anständig verteidigt von uns. Trotzdem hat er den Pass gut gespielt auf. Auf. Ist das Ellie gewesen? Ich glaube. Und auch wenn der Schuss dann geblockt war, ist natürlich trotzdem ein Lackertor, weil er dann den Nachschuss da bekommt. Aber der Pass, also die Chance zum Lackertor, die war gut rausgespielt. Hätte auch nicht gemacht, aber es wäre auch abseits gewesen. Deswegen greifen wir das mal nicht an. Wie gesagt, Mertens, geiles Dribbling, sehr wendig, aber sein Körper fällt mir so negativ auf. Also er fühlt sich halt leider auch nicht so mega krass geil an. Weil das nicht mein Spielertyp ist. Zumindest nicht als Stürmer. Also ich denke mit. Ich denke mit Mertens als LM oder RM, das wäre richtig geil. Also da würde er wahrscheinlich gut zu mir passen. Aber nicht als Stürmer. Ich brauche brauch einfach einen anderen Stürmertyp. Gut gemacht mit Gulam. Das war jetzt zum Beispiel eine Situation, ultraschweres Tor, den darf er halt dann auch einfach mal machen. Wenn er bleiben will. Es ist halt einfach so. Und den hat er halt nicht gemacht. Das ist halt schade. Vielleicht wäre ja auch einfacher gewesen, einen normalen Schuss einzusetzen und keinen flachen, aber ich glaube, das macht in der Situation keinen Unterschied. Es ist einfach ein schwieriger Abschluss und den muss er halt einfach versuchen zu treffen. Fertig. Ein bisschen Pech. Oh, fick dich doch. Noch ein Lackertor, zwei Stück jetzt. Aber auch hier muss ich sagen, die Chance war gut rausgespielt. Trotzdem, wenn man sich natürlich meine Tore anschaut und dann seine, das ist schon ziemlich beschissen. Egal, dann machen wir jetzt einfach noch eins. Das denke ich auch nicht verdient, dieses 2-2. Wir hatten ja auch noch gute Chancen, also. Ich denke, wenn es hier 3 oder 4-1 steht, dann dürfte sich der Gegner auch nicht aufregen. Mertens, gut gespielt. Philippe Andersson mit der. Vorlage und ja, zweiter Scorerpunkt Mertens in dem Spiel, aber war jetzt auch ein einfaches Tor, aber ist ja egal, das ist ja auch Stellungsspiel, was wichtig ist. Hauptsache, wir haben jetzt hier den Führungstreffer wieder. Und diesmal bitte kein Lackertor vom Gegner, auch das wieder sauber rausgespielt von uns, war kein Lack dabei, würde ich sagen. Sehr schön mit Gedira. Lass mal ihn mal ein bisschen rumrennen. Warum tritt er denn auf Pause? Jetzt ist doch sowieso Halbzeit. Ah, das war's. Oder. Leider zu lange gebraucht, um die Ballkontrolle zu bekommen.
Na, das war's. Na, pfeifst du jetzt mal ab, oder? Ich wollte schon sagen. Thematactomolodec. Okay. Interessanter Name. So, hat er jetzt nochmal was umgestellt gehabt in seinem Team, oder nicht? Ja, er hat doch noch aufs 4-1-2-1-2 gestellt. Ich wusste es doch. Vielleicht will er jetzt auch was umstellen, wobei er hat ja zwei Tore geschossen. Schade, dass wir halt nicht direkt das dritte nachgelegt haben. Am Anfang. Da hätte man vielleicht einen Abbruch bekommen. Kommt den zweiten Ball. Aber Torreira ist da. Schade, kein Stellungsfehler. Wieder kein Stellungsfehler, aber... Oh, er ist im Abseits. Ich wollte gerade sagen, El-Sharabi ist schneller, aber er ist im Abseits. Eigentlich schön gemacht mit Khedira und wir bleiben dann auch zum Glück noch im Ballbesitz. Keine Foul, okay. Was macht den Mertens auf außen? Schade. Oh, krass gemacht von Koulibaly. Kleinstellungsfehler und natürlich sollte der Ball da nicht hin, aber wir bekommen ihn direkt wieder. Schöner Schuss, schade. Ja, ein bisschen Glück. Schade, ich glaube, wir waren zuletzt dran. Ja. Mann, lass doch mal so einen Schuss durch. Muss ja nicht direkt reingehen, aber wenigstens erstmal durchgehen lassen und vielleicht eine Ecke. Ja, könnte ein Foul gewesen sein. Also, Jesus hat ja auch keinen Körper, aber ich denke, es ist eigentlich ein Foul. Das ist auf jeden Fall eins. Ja, gehen wir mal in die Pause, wechseln wir mal, warum nicht. El-Sharabi auch ziemlich platt, Andersen hat auch einen guten Job gemacht, kann man auch auswechseln. Konzentration, come on, der Sieg ist wichtig, also ich will wenigstens Gold 3 und wir wissen alle, dass ich eigentlich mehr will als Gold 3. Elite 3, damit rechne ich diese Woche nicht, aber ich finde es schon scheiße, dass ich überhaupt
mal in FIFA 18 zustande gebracht habe, schlechter als Gold 2 zu sein, weil das war nämlich in FIFA 17 nie der Fall. Da war immer mindestens Gold 2 und deswegen, ich will, dass es ein einmaliger Ausrutscher war, deswegen kann ich ruhig sagen, also klar, Minimalziel ist trotzdem Gold 3, weil man damit halt qualifiziert ist automatisch für die nächste Weekend League, aber eigentlich will ich nicht unter Gold 2 rausgehen. Also erstens, krass gehalten von Fabianski und zweitens, warum schießt ihn Alessandrini überhaupt, dass man ihn halten kann? Also da habe ich jetzt eigentlich gedacht, das ist auf jeden Fall ein Tor und es wäre auch sehr geil gewesen. Schaut mal. Kedira war eigentlich dran. Ja, bleiben wir jetzt mal im Ballbesitz, wenn wir den rausholen? Ja, also. Alter, was ist mit dem Fabianski los? Was hält denn der hier? Wieder so ein Ding in der Hälfte. Alter, ja, ja. Oh nein, das könnte eklig werden. Seitdem ich stehe mit Koulibaly genau richtig. Oh, Kedira, wir haben Kedira in den Lauf geschickt, wie sinnlos. Wir sind ziemlich am Drücken, würde ich sagen. Da habe ich gerade alles an Trini gefoult. Na also, na also. Und wer hat die Vorlage gemacht? Das ist übrigens der Deckel. Die Vorlage hat Mertens gemacht. Ich glaube, 3 Scorer-Punkte jetzt in dem Spiel. Boah, na also. Man muss halt nur mal die Spieler ansprechen, bevor das Spiel losgeht. Das haben wir mit Mertens gemacht. Hier war der Schlüssel auf jeden Fall, dass er sich so explosiv in den Strafraum durchgesetzt hat. Womit der Gegner anscheinend nicht gerechnet hat. Und dadurch wieder den Pass auf Kedira spielen, der auch gut gespielt war, also der Pass. Und Kedira muss dann natürlich das Ding machen. Also wenn Fabianski den auch noch gehalten hätte, dann herzlichen Glückwunsch. Der hat ja wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Nice. Hat mir gefallen. Schauen wir mal. Er ist auch direkt mal Man of the Match, sehr schön. Ein Tor, Brozovic und Kedira noch und 2 Vorlagen, genau. Oh, eine Vorlage El-Sharawi und eine Philippe Andersen. Die Flügelspieler machen jetzt auch ja anständig Betrieb, vor allem El-Sharawi, der neue Glory-Spieler. Haben wir gerade 15 Schüsse gehabt und 15 gingen davon aufs Tor, das ist auch nicht schlecht. So, 5 Spiele, 6 Scorer-Punkte, das sieht doch schon deutlich besser aus. Hallo, ich wollte Glory El-Sharawi. Ja, 5 Spiele, 3 Vorlagen, ist auch nicht schlecht. Jetzt mit der Bundesliga. Ich hoffe mal, dass wir jetzt endlich mal eine kleine Serie starten können und nicht direkt wieder verlieren, sondern den nächsten Sieg einfahren. Wie viele Siege haben wir dann? Wir hatten, glaube ich, gerade 5. Das war, glaube ich, das 6. Dann hätten wir 7. Dann brauchen wir noch 4 für Gold 3. Ah gut, das letzte Spiel mit der Bundesliga, das hatten wir ja. Nee, war, nee, das war das vorletzte in der Bundesliga, was wir gut bestritten hatten, wo 2 Tore Arangis, 2 Vorlagen El-Sharawi. Oh, er spielt mit Portugiesen. Das ist ja mal ein interessantes Team. Das sieht man sehr selten. Ein Hybrid mit Portugiesen und ein 89er Kellini taucht mit drin auf. Ja, kann ich einschätzen, den Sturm, weil Portugiesen halt. Das erste Mal, dass gegen die spielen. Schön gemacht.
Guter Pass auf Ribéry von Schmelzer. Oh, was war denn das gerade für ein miserables Dribbling von Tolisso? Hat sich ultraträger angefühlt. Das war einfach, ja, nicht so gut. Ja, Dombi hat jetzt keinen Portugiese. Ich hatte kurz Angst, weil er hat natürlich einen guten Schuss. Scheiße, Mann. Den Ball hätte ich erst annehmen sollen. Ah, zu spät realisiert. Boah, krass. Abgefälscht! Na, zum Glück ein schwacher Kopfball. Mach ich denn jetzt so eigentlich mit Origi, verdammt nochmal? Ich glaube, den muss ich mal die Scorerpunkte angucken, weil ich glaube, den brauchen wir keine Chance mehr geben. Wie, das ist kein Foul. Der Gegner ist nicht schlecht, verdammt. Hat er gut gemacht. Das ist, denke ich, auch sehr gefährlich geworden für ihn. Sehr geiler Pass, zum Glück ultraschwerer Winkel. Und schwacher Fuß, Escharabi ist Rechtsfuß. Das ist auch ziemlich aggro. Eigentlich müsste noch hier mal Stellungsfehler kommen. Sag ich doch. Wo die Karte? Da war doch meilenweit kein Ball in der Nähe. Hallo? Was ist denn das? Schade. Genau das wieder abdecken. Hat er leider sehr gut antizipiert. War dumm von mir, da zu passen. Das ist ein scheiß Distanzschissen, ey. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Wusste ich. Schade. Ha! Ich habe nicht gerechnet, dass alle rankommen. Scheiße! Origi komplett blank, aber halt eine Sekunde zu spät. Und Werner macht's! Geil! Glaube ich, sein erstes Kopfballtor nach einer Ecke. Generell könnte das sein erstes Kopfballtor für mich sein. Ist ja nun auch nicht wirklich kopfballstark. Sehr geil. Da wischt er vorbei, der Torhüter. Aber das wird auf jeden Fall nicht reichen. Gegner ist gut. Es wird schwierig, das zu gewinnen.
Das ist also ein Foul, alles klar. Leider eine geile Variante und ich habe nicht dran gedacht, dass das so passieren könnte. Scheiße. Leider gut gespielt und schlecht verteidigt von mir. Auf jeden Fall schlecht verteidigt. Man darf den Spieler so nicht durchrennen lassen. Ah, Stellungsfehler. Schöner Schuss, finde ich so. Komm, Werner, mach's nochmal. Hat jetzt, glaube ich, noch keine zwei Tore nach einer Ecke in einem Spiel, wenn ich mich recht entsinne. Alter, bin ich doof. Ja, schön, dass wir ein Tor geschossen haben von Arangis, sehr geil. Aber logischerweise, wenn man es in der Wiederholung nochmal sieht, Ribéry unten komplett frei. Ich hätte direkt weiterleiten müssen. Passt auf, unten links. Von unten aus gesehen, unten links jetzt. Jetzt links, da Ribéry komplett blank. Aber war auch nicht so eine gute Position für Ribéry. Aber normalerweise bekommt man da halt auch nicht so einen sauberen Schuss hin, wenn man da bedrängt ist von zwei Spielern. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass wir zum Schuss kommen. Und dann natürlich überragender Abschluss von Arangis. Wir müssen auf jeden Fall Origi nach dem Spiel nochmal gucken, weil er macht einfach nichts und er fühlt sich auch nicht gut an. Er hat mal was gemacht, deswegen habe ich gedacht, scheiße, wie er sich anfühlt, aber anscheinend ist es doch wichtig. Also meistens zumindest. Oh, weg damit. Oh, was ist denn das? Jetzt hätte ich auch nicht mehr klären müssen. Mann. Ja, sehr gut. Oh, bin ich blöd. Oh Mann, diesmal bin ich leider nicht zum Schuss gekommen. Okay. Gegner hat zwar mehr geschossen, aber hat halt auch super oft also Distanz geschossen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass er jetzt da 10 Schüsse stehen hat, aber nur 5-mal aufs Ziel. Wir haben auch 5-mal aufs Ziel geschossen, aber halt eben nur von 5 Schüssen. Also mal kurz mein Kabel von meinem Headset in Ordnung bringen. Es ist immer noch nicht so, wie ich will. Ich glaube, jetzt ist es ungefähr so, wie ich will, oder? Ne. Schöner Schuss, schade. Gut gespielt. Schade. Oh, schön gemacht von Schmelzer. Danke. Da haben wir Glück mit Bender. Wieder hat sich Origi nicht durchgesetzt. Vielleicht, wenn er eine Second Info bekommt, wird er nochmal interessanter, aber ich glaube, jetzt in der Form passt er einfach. Wir haben ein bisschen Glück. Nicht zu mir und das ist kein Foul. Okay, interessant. Leider genial gespielt. Was soll ich machen? Leider genial gespielt. Auch nicht, wie gesagt, mein Ballverlust da im Spiel nach vorne super schlecht. Das hätte nicht passieren dürfen. Deswegen auf jeden Fall mein Fehler, dass er da den Konter spielen kann. Und den halt auch sehr gut spielt. Gehalten von Patricio.
So, wer möchte ja Tolisso so nochmal ein Kopfballtor machen? Schade. Ich glaube, er kommt gut, aber hab ich wohl gehört. Ach, Körper, Körper, Körper. Fuck. Wenn er da hinfällt, ist es vielleicht ein Elfmeter. Scheiße! Letzte hat er funktioniert, sein blöder Distanzschuss. Mist, nachdem er zweimal in Führung war, dreht er das scheiß Spiel, ey. Ist aber auch nicht ganz unverdient. Ich denke, es ist ein sehr knappes Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass der nicht ankommt, ganz ehrlich. Schön gemacht mit Kimmich. Oh, Gegner hat sich direkt verletzt, das tut mir leid. Es halt, so soll er nicht passen, logischerweise. Oh, knapp. Waren wir eigentlich schon dran am Ball? Komm, Werner! Ach, wenn er nicht blockiert wird. Wenn er nicht blockiert wird. Schade. Das wäre dann sonst unser erstes Pace-Tor geworden. Wer fällt mir gerade ein? Wäre passend in dem Spiel, wo wir auch unser erstes Kopfballtor nach einer Ecke haben mit Werner. Meine Distanzschüsse zeigen eigentlich, er kommt nicht gut durch. Also so schlecht verteidigen wir das gar nicht gegen ihn. Jetzt hoffe ich mal, wir bekommen ja bald mal eine Pause, damit ich wechseln kann. Feldmeier hat noch lange keine Verlängerung mehr. Dann leider genau richtig. Schmelzer hätte sich besser positionieren können. Alter, ich stehe da nur genau drin, verdammt! Jetzt brauche ich nicht mehr wechseln, aber es war auch scheiße verteidigt von mir. Trotzdem, dass der Schuss wieder reingeht, herzlichen Glückwunsch. Oh, fuck, Mann. Jetzt ist es egal, jetzt drehe ich nicht mehr, das schaffe ich nicht mehr, die zwei Tore. Aber wie gesagt, hätte auch nicht sein müssen, war dumm verteidigt von mir. Wieder keine zwei Spiele in Folge. Ist, denke ich, aber nicht verdient, diese Führung. Ich glaube, halt echt ein Unentschieden wäre ich ja gerechter. Nicht auf den, verdammt nochmal! Geht mir das auf den Sack? War doch nur Ball, ey. Oh, was macht er denn jetzt noch Pause, ey? Ich breche nicht ab. Ich bin nicht einer von denen, die abbrechen. Muss er seine Pause halt nutzen.
Ja, bin zu lange gesprintet. Komplett bescheuert. Nicht gut gespielt. Also das jetzt verliere ich zu Recht irgendwie. Was ist denn jetzt los? Warum kann ich nicht so alleine aufs Tor zu rennen? Schade. Leider wieder keine Sache. Wieder ein Spiel gewonnen, eins verloren. Tore, Arangis, Vorlagen, Werner, Kimmich. Haben sogar den Spieler des Tages. Ja, das dritte Tor habe ich scheiße verteidigt. Ich denke, das Sieg geht dann doch in Ordnung für den Gegner, weil ich einfach schlecht verteidigt habe, das dritte Tor. Nee, Quatsch, das vierte Tor, sorry. Jetzt schauen wir mal Origi an, weil ich glaube, Origi muss raus. Acht Scorerpunkte in 21 Spielen. Es ist halt immer noch gut, verdammt nochmal. Es ist immer noch eine gute Quote. Besser als 1 zu 3. Scheiße. Was mache ich denn mit Origi? Aber er fühlt sich so kacke an. Er macht so selten gutes Zeug. Oh Gott, was ist mit Ribéry passiert? 14 Spiele, nur 4 Scorerpunkte ist auch nicht mehr so gut. Aber Zuba war auch nicht wirklich besser und Ribéry fühlt sich besser an. Ich glaube, ich werde wieder Pulisic reinnehmen. Ich habe ja dann Origi immer noch im Verein. Also zur Not kann ich dann ja wieder reinnehmen. 19 Spiele, 5 Scorerpunkte. Besser als 1 zu 4. Und wie gesagt, bei Origi habe ich jetzt die Quote genommen, ohne die Spiele abzuziehen. Wenn man die Spiele abzieht, hat er halt einfach eine herausragende Quote. Leider. Er fühlt sich einfach so kacke an. Ja, in diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.